Hier der FPU Talk in Kooperation mit der Atlantic Lux Lebensversicherung SA begrüßen wir wieder einmal Philipp Kohlschreiber, und das heißt, dass Philipp natürlich gewonnen hat. Philipp, Gratulation zum zweiten Sieg, bis jetzt im Viertelfinale. Dennis Kremmelmeier ist ja ein Bekannter, logischerweise für uns alle, ist natürlich auch ein sehr kampfstarker deutscher Spieler. Mit welchen Erwartungen gingst du heute ins Match? Weil er ist natürlich als Linkshänder, gerade auf Sand natürlich auch sehr, sehr guter Spieler. Ja, definitiv. Ich habe schon gesagt, ist immer unangenehm, gegen Deutschen zu spielen. Ich war eigentlich ein bisschen überrascht. Ich dachte, wir haben viel mehr Ballwechsel. Ich war erstaunt, okay, ich habe heute gut aufgeschlagen, aber ich war auch von seiner Sicht sehr erstaunt, dass er wirklich so viele leichte Punkte mit seinem Aufschlag gemacht hat. Ich konnte es nicht lesen, und deswegen hat es sich zum Glück, ich hatte zwei gute Chancen, die habe ich genützt, und bin natürlich glücklich, hat wenig zugelassen. Sehr gut, jetzt gibt es ja Spieler, die spielen gerne gegen Rechtshänder, es gibt auch Spieler, die spielen sogar gerne gegen Linkshänder. Ist für dich ein Unterschied, gegen Rechts- oder Linkshänder zu spielen? Weil Dennis Kremmelmeier ist ja, wie alle gesehen haben, Linkshänder. Ja, es, mir kommt es vielleicht manchmal ein bisschen zugute, dass ich habe eine gute Rückhand-Cross, und die Linkshänder tendieren einfach ein bisschen mehr, immer ihre Rückhand abzudecken, um, wie auch Dennis, den Schritt reinzumachen. Ich habe heute eigentlich gegen ihn gespielt wie gegen einen Rechtshänder. Ich glaube, man hat es sehr gut gesehen, viel über die Vorhand, auch einen Aufschlag. Und ich glaube, dass es mir heute sehr gut gelegen hat. Genau, es war ein sehr, sehr gutes Match auf jeden Fall. Jetzt haben wir heute Abend zum Beispiel noch ein Doppel, Christopher Kaas, Andreas Beck gegen Florian Mayer und Daniel Brandz. Es gibt ja Spieler wie du zum Beispiel, die jetzt nur Einzel spielen. Es gibt natürlich andere, die, wie gesagt, die vier, die eben auch nur Doppel spielen. Warum diese Woche nur Einzel? Ja, ich habe das einfach so gewählt. Ich meine, ich spiele unglaublich gerne Doppel, aber es ist einfach, der Turnierplan ist extrem hart. Nächste Woche in Madrid, danach Rom, World Team Cup in Düsseldorf, dann Paris. Also ich wollte einfach hoffentlich viele Matches im Single haben, um meine Kraft auch da voll reinzulegen. Also auf Einzel konzentrieren auf jeden Fall. Ja, und wenn ich heute noch einen ganzen Tag rumhängen müsste, sage ich mal, bis abends zu warten, in der Kälte zu spielen, ist vielleicht nicht immer optimal. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Matches hier habe, um da alles reinlegen zu können. Ja, das hoffen wir natürlich alle. Also ihr habt es gehört, dass natürlich auch die Profis darauf schauen müssen, wie es nach dem Match weitergeht mit der Regeneration, auch fürs nächste Match. Philipp, vielen Dank. Wir halten es immer kurz und knackig hier. Sehr gut. Alles Gute weiterhin. Applaus für Philipp Kohlschreiber nochmal, der jetzt im Viertelfinale steht. Die Quizfrage heute ist, die FWU Group ist seit 2006 Presenting Sponsor der BMW Open. Und die Frage ist, wer hat 2006 das Turnier gewonnen? Olivier Rochus oder Boris Becker? Bitte? Rochus. Drei. Ihr drei dürft nach vorne kommen. So, ich mach's ganz fair. Ich werfe den Ball einfach hoch, und der, der ihn fängt, der hat natürlich gewonnen. Ja? Okay.